Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Banjo-Kazooie. Und zwar in der Rusty Bucket Bay sind wir unterwegs. Das letzte Mal haben wir hier schon ein bisschen versucht, Puzzleteile zu sammeln. Natürlich voll erfolgslos. Aber okay, mit manchen Niederlagen muss man sich halt so abfinden. So, zack, zack. Hier finden die es ganz toll, wenn wir 8 Eier reinschießen. Deswegen steht da auch die 8 und toll. Und irgendwas passiert dann. Ah, eine Plattform erscheint. Natürlich auch wieder großzügig breit. Aber wo führt die denn hin? Und ich hoffe, das geht nicht irgendwann wieder weg. Und ins Wasser fallen möchte ich auch nicht, weil das ist ölig. Schwierige Sache. Ja, die sind kein Problem hier. Oh, ein Jinjo. Ja, cool. Die habe ich ja komplett vergessen. Die gibt's ja auch noch. So, und zurück hier. Oh Gott. Aha. Solche dünnen Pfade mag ich ja gar nicht so ganz gerne. Weil die Kamera auch ein bisschen blöd ist. Die kann man immer nur so im Achtelkreis drehen. Ha, naja. So, Hapu nach oben. Wir haben da oben natürlich die Schalter gesehen, mit der man den Kran manipulieren kann. Machen wir das nochmal glatt. So. Was bringt das jetzt? Oh nein, das TNT-Fass! Ja. Ups. Naja. Oh, hier ist es ganz toll, wenn wir 6 Eier reinschießen. Ja, ich weiß, toll heißt sozusagen Zoll oder... Ups! Oder halt, das muss man bezahlen, um da passieren zu dürfen. Die genaue wörtliche Übersetzung weiß ich jetzt nicht, ob es Zoll wirklich ist. Aber sowas in der Art. Man muss ein bisschen bezahlen, um hier passieren zu können. So, und das ist ja noch dünner als eben. Wie geht das denn? Ich mache was ganz Riskantes. Oh! Okay, kein Problem. Hier kann ich gar nicht rein. Na gut, dann halt nicht. Aber hier kann ich rein. In die mittlere Kajüte oder in den Container. Mal gucken, was hier für Drogen geschmuggelt werden. Bestimmt alles vollkommen illegal hier. Rote Federn, ein Matrose ist hier eingesperrt. Und hier ist ein Jinjo irgendwo, habe ich gehört. Hi, hi. Hi, hi. Ich kann Bock. Na dann. Wo kommst du denn her? Na toll, meine Rollattacke ist ja wohl voll für den Popo. Damit kann ich ja gar keinen Schaden machen. Haha. Multikill. Wo ist denn der Jinjo hier? Ah, da hinten. Ich glaube, sonst ist hier nichts Atemberaubendes, deswegen können wir direkt wieder hier raus. Falls man nochmal jemals den Ausgang findet, was nicht garantiert ist. Weil man kommt hier nur durch die Decke raus, aber wo ist denn der? Wo ist denn der Ausgang gewesen? Ah, da. Ach, über die Leiter. Ah, okay, okay. So, ich hoffe, da ist nichts mehr drin in dem Raum. Puh, okay. Das haben wir damit abgehakt. Na gut. Da sind Eier. Die interessieren mich gar nicht. Falls man ins Wasser fällt, kann man über diese komischen Leitern natürlich das sichere Land wieder suchen. Aber wir erkunden erstmal noch die beiden anderen Container hier. Oh, eine TNT-Box. Mit einem sehr eingeschränkten Blickwinkel. Ah! Okay, die explodieren tatsächlich nach einer Zeit. Autsch. Ist gemein. Okay, das interessiert die gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Muss man einfach schnell genug sein? Ich glaube, wenn man die attackiert, dann fliegen die sofort in die Luft. Das möchte ich nicht. Warte, dann explodier mal. Aber nicht an mir! Na toll, es gab ein Leben. Dafür mache ich diesen Kamikaze-mäßigen Aufwand. Das hat sich nicht so gelohnt, muss ich mal sagen. Na gut, vielleicht der andere Container. Vielleicht ist da ja irgendwie das geheime Kokslager oder so. Mal schauen. Oder vielleicht sind hier auch Geiseln gefangen gehalten. Sowas gibt es ja auch immer mal wieder gerne in so Containern am Hafen. Auf jeden Fall ein paar Noten. Also Musik mögen die gerne. Hier sind keine Gegner, das freut mich. Okay. Noten sind wichtig. So, zack und tschüss. Und hier ist auch noch so ein komischer Typ. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Okay, das war, glaube ich, alles hier drin, ne? Einiges an Noten bekommen. Das war gut. Hat sich gelohnt.
Jedenfalls mehr als der Raum mit dem Extra-Leben vorhin. Okay. Durchsuchen wir das Level mal ein bisschen weiter. Wir haben bis jetzt erst 0 Puzzleteile dieser Welt. What the? Ist viel zu wenig. 0 ist zu wenig. Hier kommen wir nicht weiter. Das gefällt mir nicht. Wir müssen tatsächlich... Ja, es würde theoretisch weitergehen, wenn wir auf der anderen Seite schon die Brücke aktiviert hätten. Aber haben wir nicht. Traurig. Deswegen müssen wir über den Kran zurück zum zentralen Schiff des Levels. Aber okay. Wir können ja vielleicht mal durch die Luke im Deck jetzt, die aufgesprengt wurde, weil wir da das TNT, die TNT-Kiste runterfallen lassen haben. Ich weiß gar nicht, was hier durch die Gegend schiffen, ey. Das ist ja unfassbar. Und ich frage mich, wie ich zu dem Hexenschalter komme. Komme ich da echt hin, wenn ich mit dem Flattersprung fliege? Wohl kaum, oder? Nein. Es muss hier irgendwo ein Flugpad geben, weil mit dem Flatterflug geht es nicht. Wie er voll in Pain geschrieben hat. Oh, die Röhren sind auch böse. Na dann. Hier ist der... Wie heißt das immer? Heck? Bug? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich noch nicht aus. Ich weiß auch nicht, wo Steuerbord und Backbord ist. Ich kenne aber jemanden, der auf einem Schiff arbeitet. Und zwar auf der Gorch Fock. Das berühmte Schulschiff in Deutschland. Der ist da Koch. Und ja. Ist voll cool, wo der mal rumkommt. Ich sehe mal die ganzen Bilder auf Facebook, die er so postet. Ist schon atemberaubend, ne? Ist hier oben irgendwas Geiles? Ja, absolut gar nichts. Fehlanzeige hier. Auf der Kiste ist bestimmt die Honigwabe. Oder auf der. Hier sind überall Kisten. Nee, lieber nicht. Ich gucke mich erstmal anderswo um. Ich möchte doch hier gerne in die Luke, wo die wir aufgesprungen haben, aufgesprengt, müsste es heißen. So, mit einer Stampfattacke voll rein. Ah, coole Musik hier. Oh, oh. Wer wagt es, mich zu stören, vergehen wird euch sehen und hören. Aha, das putzende Teil ist gut versteckt. Darum wird es nie entdeckt. Oh, na dann. Ups, was muss ich denn gegen dich machen? Bist du eine TNT-Kiste? Hoffentlich nicht. Okay, das ist nicht der richtige Ansatz. Was muss ich machen gegen den? Hier sind überall Eier. Ich glaube, ich muss irgendwas mit Eiern machen. Ich wünsche gerne mal einen Abstand haben zu dürfen. Ah, das geht. So, volle Kanne hier. Bringt das überhaupt was? Also er macht auf jeden Fall Geräusche, aber... Hey, guys, seriously? Aha. Na dann. Oh nein, hier sind noch mehr davon da. So, ich habe keine Eier mehr. Eier, wir brauchen Eier. Hat Oliver Kahn mal gesagt. Ja, die meisten von euch kennen Oliver Kahn wahrscheinlich gar nicht mehr. Damals, als ich jung war, war Oliver Kahn der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. So, ich glaube 98, 2000 rum. Bei der WM in Frankreich. Damals war ich ja noch voll into Football und so, also Fußball meine ich damit. Aber heutzutage absolut kein Interesse mehr daran. Wie viele Eier brauchen die denn? Das finde ich ein bisschen blöd, dass die so viel brauchen. Wahrscheinlich reichen die gar nicht, die Eier, die ich hier habe. Aua! Mann! Jetzt schlägt er mich auch noch hier zu breit. Ah! Geht das irgendwie auch anders? Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Das ist immer so die Frage, mache ich irgendwas falsch? Da sind noch mehr drin! Ich glaube es nicht! Kann ich die irgendwie anders zerstören? Das kann doch nicht wahr sein. Aha, mit der Schnabelpicker-Attacke geht das auch. Aha. Das macht die ganze Sache wesentlich leichter. Ah, wesentlich leichter. Ich dachte, man muss die Eier benutzen. Autsch. Ich möchte nicht sterben, das wäre blöd.
Okay, mit der Schnabelpicker-Attacke, das ist ja viel leichter dann. Alter. Und ich dachte, man muss das hier mit Eiern machen. Das ist jetzt ziemlich viel auf einmal, muss ich mal dazu sagen. Zum Glück sind das keine TNT-Boxen. Oh nein, nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. So, noch ein und das sollte dann endlich mal ein Puzzleteil geben, oder? Ja, endlich. Oh, ihr habt mich gespalten. Nun sollt ihr das Puzzleteil doch erhalten. Na, danke. Hat auch kaum viel gekostet. Meine ganze Munition an Eiern ist aufgebraucht und mein Leben auch. Ah, das gefällt mir nicht so gut. Hm. Wo kann ich denn hier am besten Energie auftanken? Wenn ich mal fragen dürfte. Zum Beispiel hier, an diesem Rettungsring, der uns gleich attackiert. Hier 312, 111. Ich glaube, das musste man sich auch irgendwo für merken. Falls wir irgendwo in dieser Welt mal einen Schalter oder irgendwie ein Eingabefeld sehen, dann sollten wir uns 312, 111 merken. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ah, hier kann man rein. Na los, geh doch rein. Danke. In welcher Kajüte sind wir jetzt gelandet? Von ihm hier. Matrose Elmo oder so. Ist hier noch einer? Ich hoffe, ich renne nicht hier halb links in einen rein. Das wäre blöd. Voll cool, was die so in ihren Kajüten hier haben, ey. Rote Federn. Hier deine eigene... Eine eigenfarbige Bettwäsche. Aber sonst gibt es hier ja nichts Geiles, muss ich sagen. Vier Noten. Und da ein Bild von Conkers Freundin. Interessant. Okay, das war nicht so ergiebig, aber vier Noten immerhin. Wir mussten also auf jeden Fall rein. Ah! Du Arsch! Mann! Ich hab's doch nicht so mit viel Leben! Jetzt isst du mich auch noch auf hier, du dumme Röhre! In die Röhren kann man auch rein. Aber weiß nicht, wo man dann hinkommt. Gucken wir einfach mal, ne? Einfach mal rein in die gute Stube, würde ich sagen. Wo bin ich hier? Oh, TNT-Boxen. Oh nein. Ah, mit den goldenen Federn kann man die bestimmt auch voll schlau besiegen. Oh nein, ich wollte nach oben eigentlich. Ikaboka. Oh! Wie knapp war das? Ich möchte es nicht so knapp haben. Ja, die sind zum Glück kein großes Problem, wenn man weiß, dass sie kommen. Die Noten hätte ich doch ganz gerne noch, muss ich sagen. So, und Heppa und... Hallo? Ich bleib da in der scheiß Röhre immer hängen, das ist ja unfassbar. Na jetzt komm, Banjo, stell dich nicht so an hier. Sei ein braver Bär. Mann, Banjo! Kann ich von hier direkt vielleicht schon darauf? Ich glaube, das geht. Ja, das geht wunderbar. Vier Noten auch hier. Sehr geil. Aber sonst gibt es hier noch was Krasses? Eine TNT-Box! Ich probiere was aus. Okay, cool, das geht. Schön. Ansonsten ist hier nichts. Gähnende Leere in diesem komischen Raum. Ich frage mich, was der für einen Sinn erfüllt auf diesem Schiff. Hallo, jetzt kommt man hier nicht hier raus oder was ist los? Kann doch nicht wahr sein! Banjo, mach einen guten Sprung. Ah, okay, cool. Also es ist hier sehr filigran, was hier für Steuerungsskills erwartet werden von dem Spieler. Na gut. Ich möchte auch nochmal hier gucken. Über das Dach da. Da ist doch bestimmt auch noch was Krasses. Also es gibt hier in dieser Welt sehr viel zu entdecken, finde ich. Nein! Okay, das geht nicht. Irgend so ein Fenster kann man auch mit der Stampfattacke öffnen und dann fällt man irgendwo rein. Aber das hier war nicht das Richtige. Vielleicht ist es das hier. Ah. Man weiß es nicht. Ah! TNT! Nein! Ah, TNT! Help! Okay. Okay, Honigwaben brauche ich momentan, glaube ich, nicht. Meine HP sind nicht kritisch.
Und hier unten ist so ein scheiß Jinjo in diesem öligen Wasser. Da muss man hintauchen, um den zu bekommen. Ganz unten sieht man ihn jetzt ein bisschen. Der pinke Jinjo ist das. Oh Gott. Ich freue mich gar nicht drauf, den holen zu müssen. Kein Plan momentan, wie es dahin geht. Wie ich da hinkomme. Aber gut. Kann ich das hier vielleicht mal aufmachen jetzt? So ein bisschen so öffnen? Nein! Ah, was denn? Oh Mann. Nein, Banjo! Nein! Oh Mann, fast wäre ich da. Ich glaube einfach mal nicht, dass es dieses... Obwohl, ich muss es probieren. Das kann doch sein, dass es dass genau dies hier, dieses Ding ist, was ich brauche. Aber... Jetzt komm, steig ab! Steig ab! Nein! Oh Mann, das geht nicht. Na gut, dann halt nicht. Verschwenden wir nicht unsere Zeit damit. Im nächsten Part gucken wir mal, ob wir andere tolle Sachen machen können. Also bis dann, Leute, und ciao!